Ach, das Spiel, das raubt mir echt alle Kräfte hier. Welcome to Silent Hill. Ah, eigentlich freue ich mich jetzt gerade doch nicht mehr so darauf. Aber wirklich cool. Ich mag Silent Hill sehr gerne. Büsche, Büsche, Büsche. Ein Auto. Ich nehme das Auto und fahre einfach damit. Noch ein Auto. Können wir auch nichts mitmachen. Da steht jemand. Ich weiß, ich sollte es nicht tun. Ich muss es auch. Nein, ich kann nicht dran vorbeilaufen. Ich muss das aber leider mal ausprobieren. Ich bin jetzt gerade ganz neu im Level hier gekommen. Hätte ja auch mal ein nettes Mädchen sein können. Wir müssen nicht nach Silent Hill. Wir können auch einfach hier lang, sehe ich gerade. Ich würde sagen, das machen wir dann noch einfach. Der Nebel hier ist mir viel lieber als das ganze Dunkle unten. Hier sehe ich wenigstens ein bisschen was. Haben wir hier eine kleine Hütte mit einem kaputten Laptop und einem Kochfeld, einem Herd und ein Teddybär. Oh, den konnten wir sogar mitnehmen. Haben wir noch was liegen? Nee. Der Weg führt auch nur bis zu dieser Hütte. Dann gehen wir noch mal hoch. Ich weiß allerdings immer noch nicht von der Story viel mehr. Wieso unsere Tochter bzw. unsere Frau weg ist. Vielleicht können wir an dem Mädchen auf der anderen Seite vorbeilaufen. Und wir haben auch noch gar keine Hinweise gefunden, also dass die hier nur in der Nähe sein könnten. Ich guck mal, wir können hier den Weg auch verlassen, sodass ich dann links rumlaufe. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Ich hoffe, sie attackiert mich jetzt nicht von hinten. Jetzt haben wir hier ein Sofa. Okay. Tankstelle. 28 Cent. Hier tanke ich öfters. Nochmal so von schon wieder so ein Spielautomat. Damned Nation. Aber damit spielen können wir leider nicht. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Rechts rum, links rum. Sagen wir gehen erstmal hier rechts lang. Schauen uns ein bisschen um. Da haben wir noch ein Haus, aber da führt gerade kein Weg hin. Ich weiß nicht, ob ich hier hin sollte, aber ich will es einmal testen. Okay, hier komme ich nicht rein. Jetzt erschrecke ich mich schon von meinem eigenen Rascheln. Hallo, Mr. Pyramidenkopf. Du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Sehr cool. Solange der mir nicht hinterherläuft. Ich wollte schon immer mal wissen, wo Mr. Pyramidenkopf wohnt, damit ich ihn niemals besuchen kann. Hier ist es also. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir noch einen Weg. Hier ist die Tür offen. Ich möchte gar nicht mehr in die Häuser hier reingehen. Bei Mr. Pyramidenköpfe kann es ja nicht geben, oder? Schon wieder
Lamp Nation. Was? Achso, das ist ein Tischbein. Und wir haben wieder einen Teddybär. Den nehmen wir mal mit. Und hier kommen wir wieder raus. Schauen, wo wir hier lang kommen. Das sind Geräusche, die ich nicht hören möchte. Das ist doch der gleiche Zaun wie vom Anfang. Er sah genauso aus. Als wir da durch den Wald gelaufen sind. Möchte ich da lang? Nein, hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Es geht gleich das Radio an. Dann schneit es Asche und dann kommen die Hunde. Ich sehe es schon kommen. Und Mr. Pyramidenkopf. Ja, sehr geil. Haben sie die Straße auch weggenommen, wie bei Silent Hill. Nicht, dass ich mich jetzt umneue und... Nein, okay. Ich hätte gedacht, Mr. Pyramidenkopf oder sonstiges steht hinter mir. Haben wir noch ein Auto? Was haben wir denn hier? Schön. Das können wir hier hoch. Tatsächlich. Aber ich komme hier nicht drüber. Hier scheint es mal ganz spaßig gewesen zu sein. Es gibt hier so viele Strecken, ich weiß gar nicht genau, wo ich lang muss. Okay, uns verfolgt scheinbar irgendwas. Final Homecoming. Na, dann sind wir tatsächlich durch. Ja, bis auf den ganzen Labyrinth-Zeugs war es doch ganz cool. Helligkeit hätte noch ein bisschen heller sein müssen. Ich habe teilweise echt nichts gesehen. Ich werde es ein klein wenig aufhellen für euch, damit ihr ein bisschen seht, wie ich gegen die Wände laufe. Und in der Orientierung, ja, da bin ich auch nicht so gut drin. Aber wir haben es geschafft, durchgekommen. Ich fand es auch ehrlich gesagt ganz cool. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. Dafür, dass es ein kostenloses Game ist und ja, gerne mehr davon. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Horror-Let's Play. Bis dahin, ciao!